und herzlich willkommen zu diesem Video. Das allererste Mal in dieser neuen Umgebung. Das ist mein Büro und hier wird es vielleicht öfter mal Videos geben, wo ich da so sitze und ein bisschen was erzähle. Genauso wie heute und ein bisschen schief. Ja, besser. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gerade erst so ein bisschen eingerichtet. Da fehlen noch ein paar Bilder, wie ihr sehen könnt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gefällt es mir und finde ich eigentlich ganz schön. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, legen wir gleich los, worum es in diesem Video geht. Habt ihr wahrscheinlich am Titel schon erkannt. Ich werde ein bisschen was darüber erzählen, warum, weshalb ich jetzt, also warum ich mich jetzt vegan ernähren möchte. Für die einen, Deutsch? Für die einen oder anderen, genau. Für die einen oder anderen unter euch wird es vielleicht untergegangen sein. Aber ich habe mal ein Foodhaul gedreht, wann war das? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall vor ein paar Wochen und ein paar Wochen klingt so weit, ich glaube 2 Wochen oder so. Auf jeden Fall haben wir im veganen Foodhaul gesagt, dass wir nochmal ein Video dazu machen werden, warum ich mich jetzt vegan ernähre. Also es geht ja hauptsächlich um mich, aber dazu komme ich gleich später dann noch, später ins Detail. Später ins Detail. Also zuerst brauche ich mal einen Schluck Wasser, weil anscheinend kann ich nicht sprechen. Durst war da, wie man gesehen hat. Ah, lecker. Auf jeden Fall vegane Ernährung. Seit Anfang Januar ernähre ich mich jetzt vegan. Ich rede jetzt hauptsächlich nur von mir und gehe dann ein bisschen später auf die anderen Familienmitglieder ein. Wie ist es dazu gekommen? Wer mir schon länger folgt und wer mir vielleicht auch speziell auf Instagram folgt, wer das nicht tut, kann das gerne machen. Ich heiße dort Miss Diana Diamanta. Dort bin ich immer sehr, sehr aktiv in den Stories. Da könnt ihr immer sehen, warum kein Video kam oder wann kein Video kommt und so weiter. Also da bin ich, wie gesagt, immer sehr aktiv. Und ja, da habe ich schon das ein bisschen erklärt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ja seit, weiß ich nicht, ich glaube, über einem Jahr habe ich auf jeden Fall Hashimoto, was mich jetzt aber mittlerweile nicht stört. Ich habe mich gut eingestellt, also ich habe die Medikation, ich nehme aktuell 50 Mikrogramm Tyrex, so heißt es. Und ja, mir geht es gut damit. Aber ich habe auch zusätzlich Alopecia. Das habe ich seit, ich glaube, April oder Mai, sowas herum, 2019. Es ist auf jeden Fall etwas Schweres, auf YouTube das zu posten, weil da habe ich auf jeden Fall mehr Abonnenten wie auf Instagram und es ist natürlich für mich schon ein sehr Wunderpunkt. Also bitte seid auch sehr nett in den Kommentaren. Ich wäre euch sehr dankbar dafür, wenn es wirklich sehr lieb zugeht, weil es ist ein Thema, das mich natürlich sehr, sehr ja, mitnimmt und was mich, ja, mein Selbstwertgefühl natürlich sehr stark angreift. Auf jeden Fall Alopecia. Ich habe seit Mai 2019, also fast ein Jahr. Und es hat klein begonnen, so klein, wurde dann immer größer, wie ihr vielleicht in den Bildern hier sehen könnt. Und, Entschuldigung. Und danach habe ich noch eine zweite Stelle bekommen. Und ich habe vieles probiert. Also goldene Milch, Kurkuma und Gerstengras. Ich konnte das lange nicht trinken. Fand ich sehr, sehr eklig. Ich trinke das jetzt wieder seit einer Woche. Also Randbemerkung nochmal dazu. Für die Leute, die da gleich jetzt schreiben werden, oh, trink goldene Milch. Ich habe es wirklich probiert, monatelang. Das war einfach für mich das Ekligste auf der ganzen Welt. Und ich habe jetzt aber gefunden, mit was ich es gerne trinken kann. Also mit was ich es gut trinken kann. Und zwar, das ist Apfelsaft. Dann habe ich, war ich natürlich beim Hautarzt, habe diverse Sachen probiert. Mir hat irgendwie nichts geholfen. Und dazu muss ich aber sagen, kreisrunder Haarausfall hat halt die Ursache meistens Stress. Und grundsätzlich ist mein Alltag halt vollgepackt mit Sachen, die ich immer wieder erledigen muss. Und ich liebe es natürlich. Ich liebe es, YouTuberin zu sein, vollberuflich oder Vollzeit-YouTuberin zu sein. Und ich liebe auch meine Kinder. Ich liebe alles, was ich mache, aber es ist natürlich stressig und ja, manchmal sagt einem der Körper, stopp, das ist zu viel für dich, mach ein bisschen weniger, muss man auch ein bisschen auf sich hören und so weiter. Ja, grundsätzlich war dann halt auch
ich schweife schon zu lange aus. Auf jeden Fall, ich hatte ja was gefunden, was mir geholfen hat und mir tatsächlich immer noch hilft. Die Leute auf Instagram, die von Instagram das schon gesehen haben, die wissen das vielleicht. Und zwar habe ich dann ein super tolles Shampoo, das hilft mir total gut. Das ist so ein Set aus Shampoo, Conditioner und Serum. Und das hilft mir wirklich, den Haarwachstum dort ja, schneller, besser voranzutreiben. Es stärkt auf jeden Fall meine Haarwurzeln und ist eine gute Unterstützung. Und ich habe, wie gesagt, schon immer gerne im Internet recherchiert, wie das viele so machen, wenn sie krank sind oder irgendwas haben. Und ich habe öfter bei einigen gelesen, vegane Ernährung. Vegane Ernährung und dies und jenes. Und ich habe mich da nie so ganz rangetraut. Ja, irgendwie möchte man nicht aus einer Komfortzone raus. Man denkt sich so, naja, es wird auch vielleicht anders funktionieren. Na, es ernährt sich ja jetzt eh nicht jeder vegan. Und warum muss das jetzt sein? Weil es ist nicht leicht, seine Ernährung umzustellen. Alles, was aus unserer Bequemlichkeit, also was uns aus unserer Bequemlichkeit rausholt, ist alles anstrengend. Und wir Menschen sind es halt gewöhnt, dass wir es gern bequem haben. Wir haben überall alles sehr easy going. Wir haben, unser Leben ist wirklich schon sehr, sehr einfach gestrickt. Und sich vegan zu ernähren, von 0 auf 100 bedeutet eine krasse Umstellung. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, es zu versuchen, weil wenn ich für mich, für wen dann? Also wenn ich diese Bequemlichkeit verlasse, dann nur für mich oder für meine Gesundheit und für meine Kinder. Deswegen habe ich dann natürlich auch mit meinem Mann darüber gesprochen und ihm das gesagt. Und er hat gesagt, er findet, das ist eine gute Idee, wir probieren das. Und ich bin dabei, ich unterstütze dich, ich werde mich zusammen mit dir vegan ernähren, was ich natürlich super lieb finde und mich freut das sehr. Und deswegen haben wir dann Anfang Januar angefangen, uns vegan zu ernähren. Und es klappt, es ist ja quasi schon fast ein Monat rum. Es klappt eigentlich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich anfangs extremst unter Druck gesetzt habe und mir jetzt aktuell ein bisschen den Druck genommen habe. Auch mit Gesprächen, die ich mit anderen geführt habe, die mir auch Erfahrungsberichte von anderen erzählt haben. Es ist immer wichtig, wenn ihr euch unter Druck gesetzt fühlt von euch selbst, dann redet mit anderen Menschen, tauscht euch aus. Und mir hat das sehr viel geholfen, weil ich habe am Anfang, natürlich, ich wollte mich vegan ernähren, wollte von Anfang bis Ende alles richtig machen, fand aber, dass es komplett der falsche Weg war, gerade am Anfang, wenn man startet. Und ich war komplett verwirrt. Ich habe so Angst gehabt, dass ich jetzt nichts mehr zum Essen finde. Und ich war nie eine großartige Fleischesserin, nur mal schon vorab. Also ich habe das schon öfters gesagt. Ich habe Fleisch, das wie Fleisch aussieht, nie gerne gegessen. Wie zum Beispiel Hühnerkeule oder Steaks oder so, keine Ahnung, solches normales Fleisch quasi. Ich habe immer Fleisch zubereitet gern gegessen, wie zum Beispiel Schnitzel, da war es immer so schön versteckt in der Panade, oder faschiertes Fleisch, also gehacktes Fleisch, ist ja auch schon wieder voll verändert. Wurst habe ich auch gegessen und so Aufschnitt, also so, wie sagt man in Deutschland, hat man auch Aufschnitt, ich glaube, oder? So Salami oder Extrawurst, sowas habe ich auch gerne gegessen. Ja, ich habe noch nie gerne Fleisch gegessen, deswegen war es für mich nicht so schwer, kein Fleisch zu essen, sondern für mich war es schwer, auf andere Sachen zu verzichten, wie zum Beispiel Butter, weil das habe ich auch gesagt, das möchte ich jetzt nicht essen. Keine Milch, keine Butter, Aufstriche, also so mit Käse, so Frischkäse und solche Sachen. Ist natürlich dann auch schwer, auch beim Kochen, mit Sahne und so. Aber heutzutage, ich glaube, im Jahre 2020 findet man einfach alles. Und diese Erkenntnis bin ich auch schon gelangt. Also es gibt Supermärkte, die haben auch voll viele Produkte. Deswegen fällt es einem gar nicht mehr so schwer, sich vegan zu ernähren. Natürlich muss man sich herumprobieren. Wir probieren uns wirklich tatsächlich öfters jetzt herum, probieren das, da schmeckt es nicht, dann kaufen wir das nicht mehr und so weiter. Also das ist einfach, ja, auch eine spannende Sache, muss ich auch ganz ehrlich sagen, macht Spaß, sich herumzutesten. Ja, und weil viele Fragen auch kamen bezüglich der Kinder, und auch wegen mir sehe ich noch ein bisschen was anderes, Entschuldigung. Auf jeden Fall, bei den Kindern ist es so, dass die Kinder ganz normal weiter ernährt werden. Also wir handhaben das so, ich koche zum Mittagessen was Veganes,
Das heißt jetzt aber nicht, dass die armen Kinder keine Wurst und Fleisch, Wurst bekommen sie tatsächlich keine mehr. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil Wurst ist sowieso nicht wirklich gesund. Also wenn man sich die Wurst in die Hand nimmt, mal umdreht und liest, was da alles drinnen ist, dann ja, da kann man sehen, dass das jetzt nicht so das Gesündeste vom Fleisch ist. Ja? Aber wie gesagt, wir ernähren jetzt die Kinder nicht vegan. Die Kinder essen zum Frühstück zum Beispiel Aufstriche, wir haben Hummus, der Papa macht auch gern so einen Auberginenaufstrich, also da gibt es immer so Varianten, die jetzt auch vegan sind. Und die Kinder essen auch Cornflakes mit Ersatzmilch, also mit so Hafermilch oder Reismilch. Aber das ist bei uns nie ein Problem gewesen, weil wer uns schon länger folgt, weiß, dass die Lara laktoseintolerant war, mit Betonung auf war, weil sie es tatsächlich nicht mehr ist. Und deswegen hat die Lara schon von Anfang an immer Mandelmilch oder Reismilch getrunken. Deswegen kennen unsere Kinder diese Art von Milch und haben sie schon alle probiert. Und da war es überhaupt kein Problem. Die Luisa merkt so den Unterschied nicht, die Lara auch nicht. Die Kinder nehmen das auch super toll an. Aber nicht, dass ihr denkt, dass ich sie jetzt dazu zwinge, sondern ich biete ihnen einfach zu Hause dieses Essen an. Und beim Mittagessen handhaben wir das so, dass ich vegan zum Mittagessen koche, weil ich ja auch mitesse. Und am Abend kocht dann der Papa was und der Papa kocht dann meistens auch ein bisschen was mit Fleisch. Nicht immer. Es gibt wirklich bei uns jetzt aktuell ganz, ganz selten Fleisch. Einmal die Woche vielleicht war es jetzt, dass ja der Papa irgendein Gericht gekocht hat, wo jetzt Fleisch da drin war. Wir haben das jetzt so irgendwie für uns still und ja so irgendwie nonverbal entschlossen, aber es hat sich so eingefuchst. Ich koche zum Mittag was Veganes und der Papa, der kocht am Abend dann was nicht Veganes. Und da esse ich dann zum Beispiel nicht mit, dann esse ich was anderes oder ja, wie es halt so passt und wie es halt so kommt. Der Familienfleischkonsum hat sich enorm reduziert. Der Patrick hat für sich entschlossen, von sich selbst auch gesagt, er möchte sich auch vegan ernähren. Er probiert sich so mit uns durch und die Michelle hat gesagt, sie möchte vegetarisch, also die Michelle möchte jetzt kein Fleisch essen, keine Wurst und so weiter, aber die Michelle isst trotzdem Eier und Milch und Aufstrich und Butter und Joghurt und was auch immer. Die Lara auch, also die Lara isst auch alles, was sie möchte. Letztens hat sie sogar nach Salami gefragt und ich habe ihr Salami gekauft, weil wir keine mehr zu Hause hatten. Habe ich ihr halt eine Salami gekauft. Also wenn sie das möchte und es verlangt, dann gebe ich ihr das. Aber es ist nicht mehr so in Massen bei uns zu Hause, wie es früher mal war. Ja, und bei der Luisa ist es so, die ist ja 2, die kann das noch nicht so sagen, was sie gern möchte. Aber wenn wir auswärts essen, weil diese Situation hatten wir auch schon, dann handhaben wir das so, dass zum Beispiel ich die Einzige bin, die vegetarisch ist. So, die Kamera hat sich jetzt ausgeschaltet. Also wenn wir auswärts essen, ist es so, dass ich vegetarisch esse. Diesen Kompromiss habe ich für mich gefunden. Am Anfang war ich sehr traurig. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wir müsst wissen, wir wohnen in Niederösterreich. Da gibt es nicht so viele vegane Restaurants oder vegetarische Restaurants. Da muss man wirklich überlegen, wo wir da hingehen, was essen. Und wir machen das gerne. Wir gehen am Wochenende gerne mal was essen. Das ist so unser kleiner Luxus. Und ich hatte mich so unter Druck gesetzt gefühlt von mir selber, dass ich dann gesagt habe, um mir diese Blockade wegzunehmen, vielleicht wird sich das noch ändern, aber aktuell empfinde ich das als gut so, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte, wenn ich auswärts esse, vegan essen, vegetarisch essen, sorry. Also dass ich dann quasi, letztens waren wir bei McDonald's und da habe ich mir einen vegetarischen Wrap bestellt. Also das ist da so. Also es ist vegetarisch, weil, glaube ich, so ein bisschen Käse dabei ist und ich glaube, so eine Soße, die wahrscheinlich Mayonnaise, also quasi Ei, enthält. Und es ist für mich jetzt so ein Kompromiss, der mich einfach ein bisschen entspannen lässt, dass ich da nicht so extrem gestresst meines Lebens bin. Und die Kinder essen auswärts das, was sie wollen. Also bei McDonald's haben sie jetzt Chicken Nuggets gegessen oder wir waren auch zu Michelles Geburtstag chinesisch essen. Da haben sie alles gegessen. Fleisch und Schnitzelchen und was halt so gab beim Chinesen, beim Buffet. Und der Papa hatte auch ein bisschen Fleisch gegessen. Also das ist so, wie gesagt, wir versuchen uns da nicht
oder ich sage von wir, rede ich davon, wir Erwachsenen, also ich und der Papa, wir versuchen uns da nicht zu stressen, vor allem, wir haben uns dafür entschieden, also ich habe mich dafür aus gesundheitlichen Gründen entschieden und ich habe das Gefühl, also es hat sich auf jeden Fall was verändert bei mir in meinem Gemütszustand, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich lebendiger, ich fühle mich nicht mehr so platt und müde und erschöpft. Es gibt einem schon ein anderes Gefühl, sich vegan zu ernähren. Man fühlt sich auf jeden Fall fitter. Ich war früher nach dem Mittagessen kaputt. Ich hätte mich am liebsten hingelegt zum Schlafen. Und das habe ich mit der veganen Ernährung tatsächlich nicht mehr. Und ich finde, es ist nichts Verwerfliches, wenn die Kinder zum Mittagessen ein veganes Gericht essen. Man muss einfach nur an früher denken, wo die Leute ärmer waren und nicht so viel Geld hatten, sich oft Fleisch zu kaufen, weil früher war Fleisch auch etwas Teures, nicht so wie heute. Und da gab es auch keine Probleme. Da gab es halt diesen typischen Sonntagsbraten, da haben sie sich am Sonntag was Fleischmäßiges gegönnt und fertig. Und da hat auch keiner gemeckert. Und ja, in unserer heutigen Welt gibt es immer was zu meckern. Das habe ich feststellen müssen, da tatsächlich viele Leute ein bisschen komisch reagiert haben auf meinen veganen Foodhaul, also es hat nicht bei jedem Anklang gefunden, aber im Endeffekt, es muss nicht bei jedem Anklang finden, es muss bei mir Anklang finden und meinen Liebsten und das ist das Wichtigste und im Endeffekt hat es niemanden was anzugehen, was ich für eine Entscheidung zu treffe und da hat sowieso niemand Mitspracherecht. Egal welche Entscheidung man für sich trifft, wenn man eine gesündere Ernährung anstrebt und weniger Fleisch essen möchte oder vegetarisch essen möchte oder vegan, dann do it. Also ich wünsche dir viel Glück dabei. Wenn du glaubst, dass du dadurch dich besser fühlst, dann mach es. Ich finde, es ist immer so traurig, dass man Menschen, anstatt sie zu bestärken, ihnen einfach zu sagen, naja, aber bla 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 bla. Finde ich nicht gut, deswegen sollte man sich das abgewöhnen. Aber grundsätzlich haben die Leute hinter einem Profil, wo kein Name und kein Foto ist, immer den besonders größten Mut der Welt, dir ihre ungefragte Meinung aufs Auge zu drücken. Meistens auch in einem unrespektvollen Umgang. Ja, aber das macht nichts. Mich stört es nicht. Im Endeffekt, mir geht's gut damit. Ich fühle mich wohl. Jetzt wisst ihr, warum ich mich dazu entschlossen habe, mich vegan zu ernähren. Aber es stresst mich nicht, weil ich es jetzt nicht verteufle. Ich verteufle jetzt nicht die Milchprodukte und ich verteufle jetzt auch nicht das Fleisch. Ich versuche für mich einen guten Weg zu finden, wegen meiner Alopezie. Und deswegen, ich werde einfach schauen, wo es hinführt, ob es dabei bleibt, ob es sich nochmal ändert, ob ich vegetarisch werde oder ob ich Fleischesserin wieder werde. Ich weiß es jetzt aktuell noch nicht. Ich habe jetzt gerade mal 30 Tage hinter mir, nicht einmal ganze 30 Tage, also sagen wir mal so 3 Wochen hinter mir und es macht Spaß und es schmeckt gut. Mal schauen, wo es hinführt. Nur ja, ich wollte euch dieses Video abdrehen, damit ihr auch Bescheid wisst, wieso, warum, weshalb. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch vielleicht inspiriert zu irgendwas auch immer. Auch vielleicht wegen meinen Haaren. Und sonst kann ich auch gerne mal ein einzelnes Video dazu machen, wie der Werdegang so war mit dem Haarewachsen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst doch ein Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!